So, und die meisten von euch kennen Walter nicht. Walter ist schon mal vor einiger Zeit hier bei uns gewesen. Ich weiß nicht, ob das vor 2 Jahren war oder so. Ich glaube, ja. Oder anderthalb, irgendwie sowas. Ja, 2 Jahre. Walter ist jetzt hier für eine Woche gewesen für ein Seminar, was er hier, wo ich auch mitgemacht habe. Und damit ihr ihn ein bisschen kennenlernt, habe ich mir hier so ein paar Fragen ausgedacht. Die musst du jetzt erstmal beantworten. Okay. Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten, bitte schön? Ja, gerne. Von einer Skala war eins. Okay. Walter, woher kommst du denn ursprünglich und wo lebst du jetzt? Hast du Familie? Vielleicht erzählst du ein bisschen persönlich. Ja, grüezi miteinander, und wenn man so etwas sagt, dann weiß man, ich komme aus der Schweiz. Ich habe Familie, ich kann euch gerade die Familie zeigen. Also ist meine Familie hier. Und ihr seht hier meine älteste Tochter. Ja, wenn jetzt. Ja, da hast du sie. Hab ich. Ja, das ist meine älteste Tochter Marisa mit ihrem Ehemann Stefan, Anja, unsere mittlere Tochter, Manuel und meine Frau Agnes. Genau. Das ist meine Familie. Wir leben in der Schweiz, in den Bergen, Graubünden. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Ich habe schon gehört, ihr seid. Es könnte sogar eine Freizeit mal dort gewesen sein. Nee. Graubünden nicht. Ja? Nee, nee. Ist ein bisschen zu weit weg. Nee, zu in teuer. Österreich sind wir oft gewesen. Ah, in Kärnten, Österreich. In ja, Kärnten. Das sind unsere große Konkurrenz, die Österreicher. Ich komme näher Davos, da wo es schön und da wo es teuer ist. Und darum geht ihr nach Österreich. Das ist der Grund. Ja. Ja, und du bist ja vollzeitig im Dienst für Jesus unterwegs, aber hast du vorher auch irgendwie was anderes gemacht? Hast du einen Beruf gehabt vorher? Ich bin Bäcker gewesen, jawohl, und früh morgens aufgestanden. Und in dieser Zeit habe ich Jesus gefunden, in der Lehre. Und das hat mein Leben echt revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Ja, und wie bist du dann dazu gekommen, in den vollzeitigen Dienst zu gehen? Ja, als ich dann Jesus kennengelernt habe, dann bin ich dann regelmäßig in einer Jugendgruppe von der Landeskirche. Wir hatten einen gläubigen Pfarrer, der mich auch konfirmiert hat. Dort hatte ich leider noch kein Interesse an Jesus, aber später dann. Und so bin ich immer mehr in diese christliche Szene reingekommen. Und dann spürte ich den Wunsch und innerlich das Verlangen, dass ich eine Ausbildung machen soll. Und ich habe dann das Predigerseminar auf Crigiona besucht, St. Crigiona bei Basel. Ja. Genau. Genau. Ja, und was machst du jetzt? Du bist ja jetzt nicht mehr Pastor, so weit ich weiß. Pastor bleibt man sein Leben lang. Pastor bleibt man sein Leben lang, ja, richtig. Ja, das bringst du nicht mehr los. Nee, genau. Okay, also, ich bin EE-Pastor. Ja. Ja, genau. Ich bilde Leute aus, und zwar geht es darum, wie erzähle ich den Menschen von Jesus, wie sage ich es und was sage ich den Leuten. Und der Mann, der das gegründet hat, hatte eine Vision. Er hatte nämlich die Vision, dass jeder Gläubige in seiner Gemeinde fähig sein sollte, Zeugnis zu geben, wie er zum Glauben gekommen ist, fähig sein sollte, das Evangelium weiterzugeben, dass der andere es versteht und sich dafür entscheiden kann, ja oder nein sagen kann. Und drittens, ihn dann auch zu Jesus zu führen. Und viertens, wie geht es weiter? Was machen wir jetzt weiter? Und das war so seine Vision, und er hat einen Dienst in seiner Gemeinde angefangen, und es wurde so berühmt, heute ist es ein weltweiter Dienst. Und die beste Arbeit haben wir im größten islamischen Land. Und die Katharina, gell, hieß sie? Katja. Sie war dort in Indonesien. Dort haben wir die beste Arbeit. Die Indonesier sind echt fit. Mhm. Gut. 2 Fragen vielleicht noch mal, um so ein bisschen in dein Herz hineinzugucken. Mhm. Okay. Alter, was begeistert dich? Es ist herrlich, mit ihm zusammen zu sein, kann einen wirklich begeistern. Ja, es begeistert mich, hier zu sein, in Deutschland zu sein. Es ist nach langer, langer Zeit, es ist ja unglaublich, ich durfte nicht kommen, verboten, das Land zu verlassen und Deutschland zu betreten. Und
hätte das nie geglaubt, aber es war so. Und jetzt darf ich wieder und bin echt dankbar dafür, hier zu sein, die Leute auszubilden. Und das begeistert mich. Es begeistert mich auch, wieder nach Hause zu gehen. Das ist auch wieder toll. Und ich habe nur so ein Hobby, ich angle und das begeistert mich auch. Es begeistert mich, spazieren gehen und beten, das mache ich auch sehr gerne. Es gibt viele Dinge, die mich eigentlich begeistern. Ja. Gibt es irgendwas, was du dir so wünschst für die Zukunft? Ja, wenn ich mich selber anschaue, dann wünsche ich mir eines, dass Jesus immer mehr Gestalt in mir annimmt. Und das wünsche ich für die ganze Gemeinde Jesu. Dass die Menschen Jesus in uns sehen. Und ich habe schon vorhin das Zitat gesagt von Terstegen, der gesagt hat, in meinem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist ein Statement. Und wenn das möglich ist, dass Jesus so Gestalt in uns annimmt, das wäre echt das Größte. Das wünschte ich mir für mich, aber auch für dich, für den Leib Christi. Ja. Ja, danke, Walter. Dann starten wir mit der Predigt. Gut. Danke dir für die Fragen. Ja, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie viele Leute noch da sind, aber das ist manchmal immer so, wenn man zweimal die gleiche Predigt hält, dann tun einem natürlich gewisse Leute leid. Jetzt müssen sie sich das nochmal anhören. Das macht nichts, das ist wunderbar. Aber ich denke, dann könnte eine neue Geschichte erzählen, zum Einstieg. Und zwar ist eine Dame unterwegs, das gab es ja früher auch noch, man konnte fliegen. Und die ist auch geflogen und ist eine Christin gewesen, hat eine Bibel bei sich gehabt, hat gelesen. Und neben ihr sitzt ein Businessman. Und er schaut ihr so ein bisschen zu und irgendwann spricht er sie an und sagt, und fragt sie, glauben Sie, was da drin steht? Sagt die Dame, natürlich glaube ich das. Sagt er, ja, jetzt müssen Sie mir was erklären. Wie ist das dann mit diesem Mann gegangen, der von einem Fisch gefressen wurde? Wie hat der überlebt? Sagt die Dame, ah, Sie meinen den Jona? Muss ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen? Nach einer Zeit sagt sie zu ihm, es tut mir so leid, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, wie der überlebt hat. Aber wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich ihn fragen. Sagt der Geschäftsmann ein bisschen spöttisch. Und wenn er nicht im Himmel ist, sagt sie zu ihm, ja, dann können Sie ihn fragen. Okay. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid fit. Machen jetzt nämlich ein Bibelquiz. Was waren die letzten Worte Jesu, bevor er von dieser Welt gegangen ist, sichtbar gegangen ist? Er ist ja immer noch hier, aber sichtbar gegangen ist. Das kommt oft, ja. Das waren nicht seine letzten Worte, aber war ziemlich am Ende. Das stimmt. Ja, die Richtung stimmt. Ja, das gehört auch zusammen dort. Aber es hat etwas in diese Richtung. Die Richtung stimmt immer, das ist toll. Ja, und was ist in Jerusalem geschehen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet alle fröhlich sein. Hat er das gesagt, ihr werdet alle fröhlich sein? Nee, hat er, glaube ich, nicht so ganz gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann hat er gesagt, wo wir überall seine Zeugen sein werden, nämlich in Jerusalem, Judäa, Samaria, Hannover. Wir werden seine Zeugen sein. Und das ist seine Vision. Das waren seine letzten Worte. Dann heißt es, nachdem er das gesagt hatte, kam eine Wolke auf ihn herunter und er verschwand direkt vor ihren Augen. Das waren die letzten Worte. Nun, letzte Worte haben besonders Gewicht. Es gab ja mal dieses Traktat, letzte Worte großer Männer. Das habe ich gerne verteilt. Und letzte Worte sind meistens von einer besonderen Brisanz und Wichtigkeit. Und es zeigt, dass Jesus wirklich, das war sein Anliegen, dass nämlich diese Botschaft weitergeht.
dass wir von ihm erzählen. Und es gibt ja tolle Vorbilder. Ich habe so eine, und zwar eine ältere Dame. Sie hieß Berta Iselmann. Ich weiß nicht, ob jemand von ihr schon mal gehört hat. Die Berta Iselmann, ja, sie kommt halt auch aus dem Siegerland. Das ist in NRW. Wir sind hier in Niedersachsen, das ist schon ein bisschen weit weg. Also Siegerland, sie war echt ein Original. Blind, halb blind und ständig unterwegs für Jesus. Hat mit den Leuten geredet, viel im Taxi unterwegs. Wenn sie eingestiegen ist, hat sie zum Taxifahrer gesagt, stopp, du fährst nicht weiter, bevor ich gebetet habe. Da wird gebetet. Und dann gab es so im Siegen Taxifahrer, die gesagt haben, Berta, komm, ich brauche Gebet. Und solche, die sagen, nee, heute nehme ich dich nicht mit. Ich brauche kein Gebet, weil sie hat immer gebetet. Da konntest du nichts machen. Und sie sitzt auch im Zug und auch da redet sie von Jesus. Und sie sieht einen Mann sich gegenüber sitzen und dann fragt sie ihn, hallo, was sind Sie denn von Beruf? Sagt er, ich bin Lokführer. Sagt sie, ach, das ist jetzt interessant. Ich auch. Schaut das hier ein bisschen verwirrt an. Ja, wie meinen Sie das, Lokführer? Ja, wissen Sie, das muss ich Ihnen erklären. Also zuerst locke ich die Menschen zu Jesus und dann führe ich sie zu Jesus. Ich bin ein Lokführer. Und genau solche Lokführer braucht Jesus. Wir sollen alle Lokführer sein. Die Menschen brauchen wieder zu hören, was Jesus tut. Damit wir da fähig werden, möchte ich euch jetzt einen Text zeigen. Nämlich, ich möchte darüber reden, über die Kommschule. Ah, das haben wir gesehen. Die Kommschule, Matthäus 14, da sagt Jesus, komm. Und wir müssen zuerst zu ihm kommen, herausgefordert werden von ihm, damit wir dann gehen können. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Das ist die Kommschule. Und die möchte Jesus uns einladen zuerst. Wenn man die Situation sich anschaut hier, es ist ja verrückt. Ich weiß nicht, gibt es jemand von euch, der an Gespenster glaubt? Niemand. Die haben wieder dran geglaubt. Und ich verstehe sie. Es sind hartgesottene Kerle. Die haben wirklich einiges schon durchgemacht. Und plötzlich glauben die wieder an Gespenster, weil da plötzlich einer auf dem Wasser geht. Und diese natürlich, denen ist auch das Herz in die Hosen gefallen, wie es uns wahrscheinlich geschehen würde, wenn wir so etwas sehen würden. Und sind zu Tode erschrocken. Und dann hört Petrus die Stimme. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Und diese Stimme, die kennt ihr doch. Das ist Jesus. Aber er ist nicht sicher. Und um einen narrensicheren Schnelltest zu machen, entscheidet er sich nämlich etwas zu tun. Er will sofort prüfen, ob das Jesus ist. Und er denkt, wenn ich ihn um etwas Unmögliches bitte, dann macht er es möglich. Das war sein Glaube an Jesus. Und tatsächlich bittet er es um Unmögliches und er macht es möglich. Wenn Jesus uns ruft, dann passieren Dinge, das ist unglaublich. Und Petrus erlebt es so. Er ruft, komm! Aber wir würden sagen, das ist doch unmöglich. Wisst ihr, es gibt Möglichkeits- und Unmöglichkeitsdenker. Kennt ihr das auch? Es gibt Leute, die sind einfach Unmöglichkeitsdenker, aber Jünger Jesu sind Möglichkeitsdenker. Sie sind keine Unmöglichkeitsdenker, sondern sie glauben an die Möglichkeiten, die Gott verspricht. Und das ist die Herausforderung in unserem Leben grundsätzlich. Es gibt nur zwei Denkstrategien. Einerseits sagen wir, und das ist das Denken der Möglichkeitsdenker, er sagt, es ist nicht einfach, aber es ist möglich.
So spricht der Möglichkeitsdenker. Der Unmöglichkeitsdenker sagt, es ist vielleicht möglich, aber es ist zu schwer. Und jeder von uns hat immer wieder die Entscheidung zwischen diesen zwei Dingen. Glaube ich, dass Gott es möglich macht, oder sage ich, das ist unmöglich? Und oft finde ich, oder bin ich in der Versuchung, im Unmöglich zu stehen, denn in den Möglichkeiten Gottes. Stett hat mal etwas gesagt. Er hat gesagt, unsere Gebete sind so langweilig. Die sind zum Einschlafen. Wir knabbern immer am Möglichen herum, anstatt mit beiden Händen nach dem Unmöglichen greifen. Greif nach dem Unmöglichen. Petrus hat es getan. Er hat es getan. Er hat dem Ruf gefolgt. Jesus sagt aber interessanterweise nicht, Petrus, komm, sondern er ruft einfach, komm. Was sagt es uns? Ich glaube, dass alle 12 gehen hätten können. Und das wäre ein schönes Bild gewesen. Alle 12 auf dem Wasser. Jeder hätte ein Wunder erleben können. Jeder hätte das Unglaubliche erfahren können, wenn er gegangen wäre. Aber nur einer ist gesprungen, das ist Petrus. Und wisst ihr, das ist für mich so ein bisschen ein Sinnbild für die evangelistische Arbeit in der Gemeinde. Es sind nur wenige, die sich rufen lassen. Und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, weil eigentlich braucht diese Welt wirklich unser Zeugnis. Also wenn man da draußen mit den Leuten redet, dann merkt man, wie weit sie weg sind von Jesus. Und dann, der Hammer, was wir erlebt haben, wir haben einen Iraker angesprochen, und der war richtig witzig, sagte zu mir, ja wissen Sie, da sind nur Ausländer, da an der Straße, nur Ausländer. Und das hat mir etwas gezeigt, ist das nicht genial? Eigentlich leben wir im paradiesischen Zeitalter der Missionare. Meine, früher musste man diese komplizierten Sprachen lernen. Aber jetzt kommen die alle zu uns, mit meinen Steuergeldern lernen die Deutsch, dass ich dann bequem zu ihnen hingehen kann und auf Deutsch ihnen das Evangelium sagen. Hey, ich bin der glücklichste Missionar, den es gibt. Und ich muss nicht mal in diese Länder gehen. Es ist viel bequemer, hier in Deutschland, in der Schweiz, mit denen zu reden. Also eigentlich singet uns Gott unglaublich mit den Leuten. Jetzt müssen wir nur noch die Chance packen. Und sagen, hey, wenn sie schon auf das Deutsch lernen müssen, mit meinem Geld, dann will ich auch etwas investieren. Da will ich etwas zurückbekommen. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Es gibt eine andere Geschichte, die beweist, dass alle gerufen oder alle hätten springen können. Jesus ist auf dem Friedhof und da ist er ziemlich vorsichtig. Es geht um die Auferweckung von Lazarus. Stellt euch mal vor, er hätte gerufen, komm! Alle wären gekommen, aber er hat nur Lazarus gerufen. Lazarus, komm heraus, und nur Lazarus ist gekommen. Leute, wir sind aufgerufen zu kommen. Wir sind aufgerufen zu gehen. Nun, Petrus ist gegangen. Aber die Frage ist, auf was ist er eigentlich gegangen? Auf was ist der Mann gegangen? Auf Wasser kann man nicht gehen, das könnt ihr heute in der Badewanne versuchen. Besser die Badewanne, nicht da der Fluss, der da durchgeht. Wie heißt der Fluss eigentlich? Rheine, okay. Okay, da wäre es schon ein bisschen schwieriger, aber in der Badewanne kannst du mal probieren. Du wirst sehen, es geht nicht. Auf was ist der gelaufen? Kann mir das einer sagen? Keine Ideen. Auf dem Glauben, das wäre eine Möglichkeit. Super, ja. Weiter? Hoffnung, ja. Vertrauen, das sind alles jetzt drei Wörter, ja, da drehen wir um. Gibt es noch etwas anderes, substanziell? Auf Jesu Wort, wer hat das gesagt? Die Dame dort. Super. Genau so ist es. Er ist auf seinem Wort gegangen. Zuerst auf das K, dann aufs O, dann aufs M,
und dann kam die Welle. Das war so. Komm! Gottes Wort ist der Träger. Gottes Wort trägt dich, ob Luft, ob Wasser oder ob Unmöglichkeit. Gottes Wort hat die Kraft. Ich weiß nicht, auf was du dein Leben aufbaust, aber ich will mein Leben auf seine Verheißungen aufbauen. Auf sein Wort. Natürlich nicht nur auf seine Verheißungen, auch auf seine Direktiven. Die sind manchmal ein bisschen schwieriger als die Verheißungen, das ist wahr. Aber ich will mein Leben darauf aufbauen. Und ich habe festgestellt, es hält. Es funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir nämlich den Menschen von Jesus erzählen wollen, dann müssen wir überzeugt sein, dass Gottes Wort funktioniert, auch in unserem Leben. Da müssen wir geübt sein. Ich lese jetzt mit einem Afghanen das Neue Testament. Und das ist unglaublich spannend. Aber ich muss wissen, es funktioniert, weil der stellt gute Fragen. Ein cleverer Kerl. Also ihr Lieben, wenn Jesus sagt, komm, dann müssen wir kommen. Und wenn Jesus heute ruft, komm, dann komm. Ich weiß ja nicht, wie du hierher gekommen bist. Es gibt ja dieses schöne Lied, Gute Morgen, liebe Sorgen, hat ein Deutscher komponiert. Sagt ja einiges aus. Große Komponist, gell? Ja nun, es hat mal Wellen geschlagen. Wie dem auch sei, scheinbar sind wir da nicht ganz unbegabt, uns Sorgen zu machen. Und vielleicht bist du wirklich mit Sorgen gekommen. Mit großen Sorgen. Wenn du große Sorgen hast, kann ich dir gratulieren. Warum? Weil du ein großes Wunder erleben wirst. Gott wird dafür sorgen, dass das okay kommt. Wenn du mit kleinen Sorgen gekommen bist, ist es ein bisschen enttäuschend, wirst kleine Wunder erleben. Aber Gott wird für dich sorgen. Glaubst du das? Ich glaube es. Er tut zwar nicht immer das, was ich gerne hätte, aber das heißt nicht, dass er nicht sorgt. Nein, ich hätte ihm tolle Vorschläge, was er tun könnte. Aber auf die geht er meistens nicht ein. Also Leute, dann gehen wir auf seine Vorschläge ein. Vertrauen ihm und er hat Lösungen. Ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, dass Gott nicht eine Lösung hat. Und das wirst auch du nicht erleben in deinem Leben. Für all die Dinge, die dir anstehen. Er hat die Lösung und er wird dir helfen. Komm, vertrau ihm. Und dann lässt du all die Sorgen da, weil das Putzteam kommt dann. Und die werden das Zeug rausfegen und weg ist es. Und du kannst heute einen schönen Sonntag erleben. Wirklich genießen. Das solltest du. Ich möchte euch ein Wort zeigen. Hallo. Er will nicht mehr, aber das macht auch nichts. Wir hatten heute schon ein bisschen Schwierigkeiten. Geht's weiter? Ah, okay. Das macht mir sehr viel Mut. Gut. Jesaja 43, 2, eine wunderbare Verheißung. Wenn du durchs Wasser gehst, dann sollen die Ströme dich nicht ersäufen. Das ist sein Versprechen. Du wirst nicht untergehen, weil dein Gott zu dir steht. Ist das nicht wunderbar? Okay, ach, das ist auch schön, ja. Gut, gut. Hier heißt es, dass du kommst und vertraust. Ich kann noch kurz ein Zeugnis geben. Ich bin vor beinahe 20 Jahren berufen worden und der Hans-Dieter hat mich gefragt, warum ich in Deutschland bin. Und diese Frage ist berechtigt, warum ich nicht in der Schweiz bin. Aber ich habe echt eine Berufung nach Deutschland erhalten. Und das Geniale ist, die haben zu mir gesagt, aber wir können dich nicht bezahlen. Oh, das ist schön. Jetzt muss ich einfach so vom Herrn leben. Noch nie so gut gelebt wie vom Herrn. Er hat gesorgt bis heute. Er sorgt. Natürlich hatte ich meine schlaflosen Nächte, als ich sah, wie der Euro den Bach runterging. Als ich angefangen habe, war der Euro 1,60 wert, jetzt ist er noch 1,10 wert. Das ist ein ziemlicher Teil meines Einkommens.
wird da in andere Sachen investiert jetzt, in die Schulden. Ist auch okay. Man muss ja auch helfen den Leuten nicht. Also, aber ich habe immer genug gehabt. Immer genug. Gott sorgt und er wird für dich sorgen. Es funktioniert und es ist möglich. Und diese Erfahrungen sind so ein bisschen wie beim Fußballspielen. Wenn die ausgewechselt werden oder eingewechselt, dann müssen sie sich aufwärmen. Und unsere Probleme sind so ein bisschen die Gymnastik, wo wir aufgewärmt werden, damit wir dann Zeugnis geben können, wie toll unser Jesus ist. Ein kleines Beispiel. Ich fahre von Hannover mit dem Zug nach Emden. Und heute hörst du ja alles, wenn die Leute reden. Die Frau hat irgendwas erzählt, aber ich habe gehört, der geht's wirklich schlecht. Mensch, nochmal hat die Probleme. Das hat sie da laut besprochen. Und ich höre dazu und ich bin ja mit Jesus unterwegs und bin jetzt gerade alleine gewesen, habe ich zu ihm gesagt, Jesus, hast du gehört, diese Frau? Die hat echt Probleme. So rede ich mit Jesus. Und dann hat er zu mir geredet, hat gesagt, geh doch zu ihr. Und erzähl ihr, was du tust, wenn du Probleme hast. Ich weiß jetzt nicht. Soll man das wirklich? Ist das nicht unanständig? Ist das kulturbezogen? Das sind so dann die intellektuellen Fragen, die dann kommen. Nun, der Herr hat gesagt, geh jetzt. Und ich habe allen Mut zusammengenommen und bin gegangen. Ich habe diese Frau gefragt. Ich habe gehört, dass sie Probleme haben. Entschuldigung, es geht mich nichts an. Aber darf ich Ihnen erzählen, was ich erlebe und was ich tue, wenn ich Probleme habe? Hat sie gesagt, nee, kein Interesse. Denkt ihr das? Nee, die hat genau das Gegenteil gesagt. Ja, gerne. Und dann konnte ich Zeugnis geben. Dann konnte ich mit ihr reden. Hey, und die Frau ist nachher nochmal zu mir gekommen und hat sich extra bedankt für das Gespräch. Leute, die Leute müssen wissen, wer Jesus ist. Und er ist doch der beste Helfer. Aber das kannst du natürlich nur erleben, wenn du große Probleme hast. Wenn du keine hast oder nur ganz kleine, bist du arm dran. Darum freu dich über deine Probleme und sag, Jesus, das wird ein großer Sieg. Und ich werde es erzählen. Okay, jetzt hoffe, wenn das möglich ist. Ja, das sehen wir. Jetzt habe ich gehofft, es wäre möglich. Aber letztes Mal war es am Anfang nicht möglich. Und jetzt ist es am Ende. Ist einfach herrlich, ja? Okay, wir gehen weiter. Was müssen wir tun, damit wir gehen? Weil ich möchte jetzt euch ein Wort vorlesen. Und zwar hat Jesus gesagt, geht hin. Und das habt ihr ja auch schon gesagt. Geht hin und verkündigt meine Botschaft. Und da fordert er uns auf zu gehen. Und er hat uns gemeint. Uns alle. Ist das nicht wunderbar? Die sind einfach gut. Okay, eins weiter. Ja, da können wir auch noch drüber sprechen. Die Gehschule. Genau. Gehst noch eins zurück? Nämlich die Gehschule. In die Gehschule heißt es, kannst du schnell zurückgehen, eins. Das heißt, die Komfortzone zu verlassen. Jeder von uns hat eine Komfortzone. Kennt ihr die? Da fühlt man sich wohl drin. Wir sind ja alle, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr im Laufgitter drin wart? Als kleine Boys und Mädels, kann sich keiner mehr erinnern. Ich auch nicht, aber eines weiß ich habe das mitgenommen ins Erwachsenenalter. Wir haben alle so ein kleines Laufgitter, wo wir uns drin bewegen und wohlfühlen. Und Jesus sagt, komm raus da. Und das ist die Komfortzone. Er möchte nicht, dass wir in dieser Komfortzone uns ständig da drin bewegen. Meine, die kleinen Säuglinge tun mir manchmal leid, wenn sie da nur da rein in diesem viereckigen Ding rumkrabbeln können. Die würden viel mehr tun. Aber die Eltern wollen es nicht. Ich verstehe es natürlich. Also, Komfortzone. Was dann aber kommt, wenn Jesus sagt, geh, was passiert dann? Dann kommt die Angst. Und das musst du überwinden. Diese Angstzone musst du überwinden. Und dann kommst du in die Lernzone rein. Dann lernst du etwas. Und erst dann beginnt die Wachstumszone. Was passiert wohl mit einem Menschen, der nie die Komfortzone verlässt? Was denkt ihr? Bitte? Der ist heute noch im Laufstall. Genau, das gefällt mir noch besser. Ein Laufstall, sagt ihr dem. Das gefällt mir.
Also, der Laufstall, der kommt aus diesem Laufstall nicht raus. Und das Schlimme ist, er wächst nicht. Das Gegenteil passiert, er verkümmert. Wisst ihr, das Kümmerlein, Christsein, macht keinen Spaß. Und darum möchte Jesus uns herausfordern. Er möchte sagen, geh. Spring, wenn ich sage spring, komm mit deinen Problemen und geh und erzähl, was ich tue. Und jetzt gehen wir zu diesem anderen Wort. Nächste, jawohl, danke. Und kannst noch eins weiter? Wie denn? Einfach so. Prima. Versetze Berge. Du musst Berge versetzen. Nämlich zuerst der Berg der Menschenfurcht. Wenn man geht, kommt immer dieses komische Gefühl. Gibt es jemanden hier drin, der keine Menschenfurcht kennt? Keine Titanen hier. Okay, alle kennen es, ich auch. Dann der Berg, ich weiß nicht wie. Und drittens, der Berg, was bringt es überhaupt? Und ich möchte auf diese drei Berge kurz eingehen. Könntest du weitermachen? Gut. Nämlich, ich möchte euch ein Bild zeigen. Das ist die eigene Nordwand. Ich bin davor gestanden und ich kann dir sagen, das verschlägt dir die Sprache. Und wenn du denkst, dass da Leute noch hochgehen, es ist Wahnsinn. Diese Wand, die steht wirklich so abweisend. Und so fühle ich mich manchmal, wenn Jesus sagt, hey, geh. Dann kommt diese Furcht in mir hoch. Diese lähmende Furcht. Kennt ihr das auch? Ah, das ist unglaublich. Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Gab es mal so ein schönes Lied. Ja, also, das müssen wir ziehen. Wie können wir die Angst überwinden? Kleines Beispiel von mir. Ich verschenke immer Kalender, Ende des Jahres, für das neue Jahr. Bin auch wieder dran. Und ein schönes Auto, Glaubensauto, Toyota. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ja, das ist dann eben nicht mehr gelaufen. Und dann musste ich in die Werkstatt fahren. Und in dieser Werkstatt, das war super. Die waren extrem gut organisiert. Du konntest einen Kaffee trinken. Es war richtig gemütlich dort. Die hatten wie ein kleines Restaurant. Und ich sitze da, warte da und plötzlich kommen so vier richtige Männer rein. So richtige Kerle. Die setzen sich an einen Tisch und dann kommt dieser schreckliche Impuls. Wisst ihr, was für einer? Bitte? Nein. Nein. Gib ihnen einen Kalender. Ja. Nein! Was tust du mir an? Mein Herz war sofort da unten. Ich sage euch nicht wo. Ich habe dann gesagt, schick die Pampers runter, ich kann nicht mehr. Und dann ruft die andere. Sagt, das Auto ist repariert, Sie können es abholen. Ach, das war Erlösung. Ich bin mit Gummibeinen rausgeschlichen. Schmittchen schleiche, so in dieser Welt. Bin wirklich raus, in das Auto reingestiegen, losgefahren. Und wenn ich losfahre, denke ich, Jesus, das gibt es ja nicht. Hast du das wieder gesehen? Das war wieder eine Szene. Ich habe mich geschämt wegen dir. Aber eigentlich, es ist ja verrückt, wenn du dich wegen mir schämen würdest, könntest du jeden Tag. Aber ich wegen dir, das ist eine Schande. Jetzt tut mir so etwas von leid. Bitte vergib mir das. Und als ich das ihm so bekannt habe und gesagt, vergib mir einfach, dass ich wieder so die Hosen voll hatte, kommt dieser Mut in mich hinein. Rettungsgang rein und zurück. Da bin ich zu diesen Kerlen reingegangen und habe gesagt, Männer, ich muss euch noch etwas schenken. Jedem einen Kalender hingestellt und dann wollte die Dame auch noch einen. Der hätte ich gar nichts gegeben. Also Leute, ich habe nachher gemerkt, ich muss lernen, zu meiner Angst zu stehen. Wisst ihr, früher hätte ich gesagt, es ist noch nicht so weit. Es ist nicht so weit, ja, da habe ich mir jetzt nicht mehr gedruckt. Es ist nicht mehr so, ich bin noch nicht so weit oder ich weiß auch nicht was oder ich bin jetzt müde oder weiß was. Ich habe einfach gedacht, ich darf mich nicht entschuldigen. Ich muss lernen, zu meiner Angst zu stehen und muss sie bekennen. Das ist eigentlich nichts anderes als Sünde. So, der Nächste. Ich weiß nicht wie. Wie viele Christen sagen, ich weiß nicht wie? Und ich verstehe sie. Ich selber als Pastor. Hey Leute, ich habe das völlig verlernt. Und dann noch meine Ältesten, das war der Hammer. Da haben wir so, wir haben gewusst, wir müssen evangelisieren. Das gehört einfach zum Business als Gemeinde.
aber wie machen wir jetzt das? Und dann hatte ich die gute Idee, verrückte Leute einzuladen. Da kommen die Leute selber. Da mussten wir nicht mal einladen. Und dann frage ich meine Ältesten, du, beim Aufruf, würdet ihr nach vorne gehen, mit ihnen beten? Wisst ihr, was sie gesagt haben? Nein. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Wir wissen nicht wie. Wessen Problem war das? Was würdet ihr sagen? Wessen Problem war das? Mose. Wieso jetzt Mose? Ach so, der hat Auge. Ach so, war nur eine Entschuldigung. Ja. Ich muss bei ihm in die Seelsorge gehen. Das hat mir gefallen mit Mose. Er sagt, das ist dein Problem gewesen. Das war mein Problem. Ich habe sie nie zugerüstet zum Dienst. Und dann habe ich dieses EE kennengelernt. Und dann bin ich zu ihm zurückgegangen und habe gesagt, du, ich habe was. Ich kann es euch beibringen. Und dann haben wir das gelernt. Und wir sind richtig rausgegangen und zu den Leuten, haben mit den Leuten geredet. Und die haben gelernt, mit Leuten zu reden, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, viele Christen wissen nicht mehr, wie man mit denen reden soll. Und die haben es gelernt. Nachher hatte ich kein Problem mehr. Man muss die Heiligen zurüsten zum Dienst, weil das Nächste zeigt, man hat Angst zu versagen, man hat Angst, anderen zu nahe zu treten. Es gibt so verschiedene Gründe, warum Christen nicht reden. Und darum, Leute, ich habe euch eine gute Nachricht. Ihr könnt zugerüstet werden. Dort hinten, ich glaube, Nico, er ist dort hinten. Er war bei diesem Kurs dabei. Jörg war dabei. Und der Raphael, aber der ist es, glaube ich, nicht da. Okay. Die waren dabei und die können euch zurüsten. Die können euch beibringen, wie redet man über Jesus. Und zwar so, dass die Leute einem zuhören. Der nächste Punkt ist, was bringt es? Leute, das ist echt ein Problem. Wir glauben nicht mehr an die Kraft des Evangeliums. Und da steht, ich schäme mich nicht, denn das Evangelium ist Dynamit. Kraft heißt Dynamit. Und Paulus schreibt das den Römern. Und Rom war damals Washington D.C. Alle Entscheide wurden dort unten gefällt. Die haben den Ton angegeben. Und die Römer hatten so ein Selbstbewusstsein. Und jetzt kommen ein paar Christen mit einem gekreuzigten Jesus. Ich habe gesagt, das bringt's doch nicht. Was bringt es? Und Paulus schreibt ihnen, es bringt's. Es kommt der Tag, da werden die Heere Roms, da wird Rom selber kapitulieren vor dem Evangelium. Haben sie kapituliert vor dem Evangelium? Ja, sicher. 300 Jahre später. Die haben kapituliert. Sonst wäre ja Europa nicht ein christliches Europa. Natürlich kannst du jetzt sagen, was ist da noch christlich? Ja, das ist unser Business, dass das wieder christlich wird. Aber es war. Hey Leute, das Evangelium hat Kraft. Und die Frage, was bringt's? Leute, es geht nicht. Es bringt's wirklich. Schau mal dem da an. Der hat gemerkt, man muss es einfach tun. Und jetzt seht ihr mal, wer hätte geglaubt, dass da ein Fisch drin ist? Und da seht ihr die da, die hat er da raus. Wir müssen wieder lernen zu gehen. Und ich mache jetzt das lieber humoristisch, dass ihr dran denkt und dass ihr den Mut habt, wieder zu gehen und den Leuten einem von Jesus zu erzählen. Was bringt es, könnte man natürlich fragen. Da war ein Mann, und ich freue mich, Jörg, dass er es liest. Er wird eine Geschichte von einem Mann lesen. Der hat sich nicht gefragt, was es bringt, sondern er hat sich gefragt, was ist meine Aufgabe. Und er hat nie gesehen, was er sein, was er getan hat. Die Früchte hat er nie gesehen. Und wir werden jetzt die Geschichte hören, was Gott getan hat, was er nicht gesehen hat, was Gott tut. Er hat nicht gesagt, was bringt's. Er hat gesagt, was ist mein Job? Was ist meine Aufgabe? Genau, die Geschichte heißt Toodly-Doo. Das heißt so viel wie und tschüss. Dr. Francis Dixon, ein Baptistenprediger aus England, war im vergangenen Jahrhundert, also im 20.
sehr bekannt für seine evangelistischen Dienste in Neuseeland und Australien. Eines Sonntagabends bat er einen Mann namens Peter zum Rednerpult, um ein persönliches Zeugnis von seiner Errettung zu geben. Peter erzählte: Ich war mit der Königlichen Marine in Sydney, Australien, stationiert. Eines Abends, ich ging gerade in die George Street hinunter, da stand plötzlich ein kleiner, alter, grauhaariger Mann vor mir und sagte: Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht verletzt, aber wenn Sie in dieser Nacht sterben würden, wüssten Sie, wo Sie die Ewigkeit zubringen? Die Bibel sagt uns, es wird entweder in der Hölle oder im Himmel sein, im Tod oder im ewigen Leben. Würden Sie bitte darüber nachdenken? Danke, Gott segne Sie. Tudelidu. Peter sagte: Niemals zuvor hatte mir jemand eine solche Frage gestellt und sie ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Als ich kurz danach wieder zu Hause in England war, suchte ich einen Seelsorger auf, nahm Jesus Christus auf und wurde ein Kind Gottes. 7 Wochen später verkündigte Dr. Dixon das Evangelium in seiner eigenen Gemeinde. Er bat einen aus dem evangelistischen Team, seine Bekehrungsgeschichte mit den Zuhörern zu teilen. Vor einigen Jahren war ich mit der Königlichen Marine in Sydney, Australien. Eines Abends hielt mich auf der George Street ein kleiner, alter, grauhaariger Mann an und sagte: Entschuldigen Sie bitte, eine Frage, wenn Sie sterben, die Bibel sagt, würden Sie bitte darüber nachdenken? Gott segne Sie, tudelidu. Später in England sprach ich mit einem gläubigen Geschäftsmann über mein Erlebnis. Da nahm ich Jesus als meinen Retter an und als Herrn meines Lebens. Einige Monate später evangelisierte Dr. Dixon in Perth, Australien. Er sagte: Ich möchte euch an etwas teilhaben lassen, was ich erlebt habe. Und er erzählte den Zuhörern von Peter und dem anderen Seemann. Ein Mann im Saal fing an, mit seinem Arm zu winken. Dr. Dixon fragte: Was gibt's? Ich bin auch einer. Ich war in Sydney, George Street, Toodly-Doo. Ich habe Jesus angenommen. Wieder in England hat Dixon die Erlebnisse weitergegeben und eine Frau stand auf. Dr. Dixon, ich gehöre auch dazu. Sydney, Toodly-Doo. Ich habe mich Christus anvertraut. Auf der Leiterschaftskonferenz in Keswick berichtete Dixon und ein Pastor stand auf. Ich bin ein weiterer, Sydney, Toodly-Doo, habe Christus mein Leben anvertraut. Ein Jahr später war Dixon auf einer Missionskonferenz in Indien und teilte seine Erfahrungen mit. Ein Missionar erhob sich. Ich bin auch einer, Sydney, Toodly-Doo, bekehrt. Nach Monaten sprach Dixon auf einer Konferenz gläubiger Geschäftsleute auf Jamaika. Er erzählte seine Geschichte. Und ein Geschäftsmann stand auf: Ich bin auch einer, Toodly-Doo. Was meinst du, wohin Dixon dann ging? Nach Sydney, genau. Dort sprach er mit einem gläubigen Geschäftsmann. Er erzählte ihm seine Geschichte und fragte ihn: Kennst du diesen Mann? Ja, sicher, war die Antwort. Jeder kennt Mr. Jenner. Er hat das über 20 Jahre lang gemacht. Seit er kürzlich aus dem Krankenhaus kam, ist er jedoch sehr gebrechlich und er ist fast blind. Würdest du mich zu ihm bringen? Fragte Dr. Dixon. Natürlich, antwortete der Geschäftsmann. Dixon stellte sich dem kleinen Mr. Jenner vor und erzählte die ganze Geschichte von einer Bekehrung nach der anderen. Der kleine grauhaarige alte Mann begann unkontrolliert zu weinen. Dixon war beunruhigt und fragte: Entschuldigung, was ist los? Warum weinst du? Der kleine grauhaarige alte Mann antwortete: Es ist das erste Mal in 23 Jahren, dass ich jemals davon gehört habe, dass jemand durch mein Zeugnis zu Christus gefunden hat. Ja, ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir nicht einmal meinen müssen, weil wir die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, so oft oder vielleicht immer ignoriert und verpasst haben, sondern dass wir mal meinen dürfen, weil wir plötzlich sehen, was Gott mit unserem Zeugnis gemacht hat. Ich wünsche uns, dass wir auf dieser Seite von Mr. Jenner stehen. Ich weiß, das ist kein einfacher Weg, aber Gott wird uns helfen.
Und vielleicht kann man so machen, dass du regelmäßig anfängst, für drei Leute zu beten, die Jesus noch nicht kennen, mit ihnen in Kontakt stehst, für sie betest und Gott wird etwas tun, durch dich. Drei Leute, ist überschaubar, regelmäßig und regelmäßig natürlich auch mit ihnen in Kontakt stehen. Das wünsche ich dir. Ich wünsche, dass durch dein Zeugnis viele Menschen noch Jesus finden dürfen. Oder das, was du tust. Amen.